Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Liberation. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und wir sind wieder auf dem Weg raus hier aus diesem schönen Ort, denn wir haben hier eigentlich nichts zu suchen. Wir wollten ja nur den Aussichtspunkt holen. Ich habe aber schon gesehen, ich habe den ersten Part jetzt heute übrigens online gesetzt. Also wenn ihr das hier seht, dann habe ich das aufgenommen vor 4 Tagen dann, ne? Für euch auf YouTube, ich glaube schon. Und ich habe gesehen, haben ein paar Leute geguckt. Bin ich ganz froh. Ich glaube irgendwie 20 Aufrufe oder so. Etwas drüber. Also glaubt mal, ich sehe das. Ich sehe es, wenn ihr irgendwas schaut und so. Also ich gucke da schon immer drauf. Können wir hier auch nach Süden? Ja, ne, könnten wir. Aber wir können auch die Kiste da unten theoretisch holen. Vielleicht haben wir sogar Glück und da unten ist irgendwo noch ein Alligatorenei. Ich weiß halt noch nicht, ob man die Alligatoreneier, ob man dafür eine Karte bekommt irgendwann. Wo man die dann alle sehen kann. Weil, sonst wird es spannend, die alle zu kriegen. Ich meine, ich kann interaktive Karte öffnen, dafür muss ich aber aus dem Spiel raustappen. Und das ist derzeit ein bisschen schwierig, weil ich das Spiel auch in Vollbild laufen lasse. Was ich vergessen habe, auf meinen Twitch-Kommentar zu schreiben übrigens. Da vorne leuchtet es so. Könnte das sein? Das könnte bestimmt sein, dass das irgendwie ein Hinweis ist, dass da was ist, oder? Wenn das so krass da hinten leuchtet. Das muss doch, also das ist einfach nur das Kanu. Ah, da, doch, guck mal, es wird angezeigt, wenn man da dran vorbeiläuft. Ich weiß nicht, ob das jetzt für immer auf der Karte angezeigt wird, ob man die alle aufdecken kann. Ja, wird es. Okay, man muss es also nur aufdecken. Das heißt, wir werden sowieso alles aufdecken. Von daher werden wir auch alles finden. Gar kein Problem. So, gehen wir mal ein bisschen Alligator verprügeln. Ich glaube, es gibt sogar Orte, wo mehr als einer ist. Wie man den einfach klauen kann, ohne dass man dass da was tun kann. Lol. Das wusste ich nicht, dass das geht. Ja, der ist jetzt ganz schön wütend, ne? Also ich will behaupten, zu Recht. Also, ich hab den gerade sein Ei geklaut. Naja. Pech gehabt, ne, würde ich sagen. Aber lass mich raten, wir können hier vorher nicht durch. Nee. Schade. Können wir da vorne durch? Ich frag mich halt gerade, was schneller ist. Aber ich glaube, es ist wirklich schneller, wenn wir klettern und so Sachen. Na ja, komm, wir klettern. Weil ich muss hier alles aufdecken. Ich weiß nicht, ob es hier noch Aussichtspunkte gibt. Es gibt, glaube ich, nicht so viele. Und das ist leider wie bei Assassin's Creed 3. Ich meine, das Spiel heißt ja auch Assassin's Creed 3 Liberation. Dass wir die Karte so aufdecken müssen. Und ich würde jetzt gerne die Karte aufdecken, damit wir alles sehen können, wenn hier noch irgendwo was ist. Wie ein Alligatoren-Ei zum Beispiel. Dann würde ich das gerne aufdecken. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Part ein bisschen rumlaufen. Was ich aber ganz lustig finde, was ich heute mit dem, ich glaube, ich habe Cess geschrieben gehabt im Discord. Haben wir die privaten Gespräche, die ich leake. Nee, aber was ich geschrieben habe, was ich halt sehr cool finde an Hitman oder auch hier mir an Assassin's Creed 3 Liberation, ist dieses Sprichwort, was man immer sagt, kleiner machen Leute. Ich meine, das ist ja auch heute noch wahr. Und das ist ja auch auf mehrere Arten und Weisen wahr. Wenn du jetzt ein Feuerwehr-Outfit anhast, das ist eine Uniform, dann denken Leute um dich rum, dass du ein Feuerwehrmann bist. Kleider machen Leute. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das ist ja auch dieses, wie gesagt, dieses Ding mit Hitman, dass du dann verschiedene Uniformen oder Kleidung anziehst und die Leute dann einfach denken, dass du das bist. Außer natürlich, die kennen die Gesichter von allen. Oder sind irgendwie der Chef oder so, weil der Chef kennt ja die Gesichter von seinen Mitarbeitern und so. Nach dem Motto. Und genau. Und das hast du hier quasi auch. Du hast ja auch dieses Kleider machen Leute Ding. Was ich halt mega spannend finde. Wenn ich ehrlich bin. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Das ist schon eine ziemlich coole Prämisse. Und ich finde einfach, dass Assassin's Creed wieder mehr experimentieren müsste. Wirklich, ganz ehrlich. Das ist mein größtes... Ich sag dir die ganze Zeit ganz ehrlich, ich weiß. Das ist eine kleine Macke von mir. Ich versuch's mal auch abzugewöhnen. Aber ganz ehrlich... Ich wünschte mir, dass die mal wieder ein bisschen mehr experimentieren würden. Ich meine, man kann die natürlich jetzt sagen, sie haben experimentiert, indem sie die Assassinen aus dem Spiel gelöscht haben. Und indem sie auf einmal magische Fähigkeiten eingebaut haben. Man könnte natürlich jetzt argumentieren und sagen, yo, das ist doch Experimente. Aber ich finde, das sind halt keine Experimente, die
wie ich schon mal gesagt habe, die Kernidentität des Spiels verbessern. Weil die Kernidentität ist ja ein Stealth-Spiel. Also das ist ja quasi das was sie machen möchten. Ich meine, Assassin's Creed war nie ein besonders gutes Stealth-Spiel. Da muss ich leider auch ehrlich sein. Also es hat nie wirklich... Also es hat schon Höhen. Es gibt Spiele, die sind halt wirklich gut. Ich meine, Unity war auch relativ gut, was Stealth angeht. Ich sag mal so insgesamt, wenn man sich die ganze Spielreihe so anschaut, und Stealth und so ist jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, das beste Stealth, was ich je gesehen habe in dem Videospiel. Mit Abstand. Nicht das Beste. Aber das Social Stealth, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, ist halt das Besondere an Assassin's Creed. Und das machen sie halt meiner Meinung nach noch nicht genug. Also meiner Meinung nach ist das Konzept ist eine coole Idee. Das Konzept ist eine unglaublich coole Idee. Und wenn ich die Zeit dazu hätte und die Ressourcen, würde ich selber ein Spiel machen mit Social Stealth. Weil ich glaube, dass diese Idee mega erfolgreich sein kann. Das hat Assassin's Creed 1 schon gezeigt und wie viele Fans das erzeugt hat. Weil die Leute an die Idee geglaubt haben. Die wussten, dass die Umsetzung nicht perfekt ist in Assassin's Creed 1. Die wussten auch, dass in Assassin's Creed 2 die Umsetzung von Social Stealth nicht perfekt war. Aber man hat immer darauf gehofft, dass Ubisoft immer weiter darauf aufbaut. Und irgendwann kommt das eine Spiel, was das Social Stealth einfach perfekt macht. Weil die Idee ist super. Die Idee von Social Stealth ist eine wunderbar tolle Idee. Nur man müsste halt den Mut haben, das wieder zu... Also, ja, wie nennt man das? Innovieren nennt man das ja nicht, ne? Wie nennt man das denn, wenn man... Zu iterieren. Ich nenne es einfach iterieren. Immer weiter zu iterieren, die Formel. Und dann innovativ neue Ideen umzusetzen. Das würde dem Spiel, der Reihe, als Gesamtes wieder gut tun, wieder zu ihrer eigenen Identität zurückzufinden. Weil ich meine, sie haben halt, nachdem Witcher 3 rauskam... Das ist ja Fakt, das ist ja belegt, das hat ja Ubisoft selbst gesagt. Dass Witcher 3 für sie eine große Inspiration war und sowas. Für die aktuellen Assassin's Creed. Und das ist glaube ich, das größte Problem, was ich sehe. Dass Witcher einfach als Inspiration für einen Assassin's Creed herhält. Wir reden halt hier über Assassin's Creed, wir reden nicht über Witcher. Also es sind schon zwei unterschiedliche Spiele. Jetzt mittlerweile nicht mehr so extrem. Ich meine, es ist halt... Eigentlich finde ich das Meme schon totgeschlagen, aber... Assassin's Creed ist so ein bisschen wie, wenn du Witcher 3 auf Wish bestellst. Also Assassin's Creed Valhalla und Odyssey ist für mich so ein bisschen Witcher 3 auf Wish bestellt. Ich glaube, ich muss das mit dem Wasser hier nicht machen, oder? Reicht, wenn ich die Inseln abdecke, oder? Weil sonst, also die ganze Karte aufdecken wird, glaube ich, echt übel. Weil der Radius, den wir aufdecken, ist auch sehr klein, wie ihr seht. Und wenn ich das mit dem ganzen Wasser auch so mache hier im Bayou, ich glaube, da sind wir echt stundenlang beschäftigt. Aber ich mag es halt gerne, wenn die Karte vollständig ist. Aber das Spiel macht es mir gerade wirklich so malig, das zu tun. Weil der Radius, den man halt aufdeckt, sehr, sehr klein ist. Und dadurch ist es halt sehr, sehr anstrengend, das im Wasser zu machen. Wenn das so groß wäre wie die Flüsse selber, dass man nur einmal durchschwimmen muss, dann würde ich es ja vielleicht überlegen, das zu machen. Aber so wie das sich jetzt gerade darstellt, glaube ich, dass ich es lasse mit dem Wasser. Es reicht, wenn ich die Landflächen alle entdecke. Ich meine, ich habe, glaube ich, schon ein gutes Stück entdeckt. Naja, gutes Stück ist, nicht mal die Hälfte vom Rand hier. Und ich meine, vieles da jetzt auch nicht zu entdecken, da ist halt nichts. Da ist halt nur Wasser. Dann lassen wir das einfach, weil das wird sonst einfach echt zu schlimm. Viel zu schlimm. Ich glaube, da komme ich nicht dran vorbei, wir müssen drumherum schwimmen. Ja, wir müssen jetzt einmal ganz kurz die Gegend erkunden, die Inseln alle erkunden, wo wir bisher Zugang zu haben. So viel Zeit muss sein. Weil wir machen 100%. Ihr wisst, wie es ist. Wenn wir 100% machen, heißt das auch, dass wir mal Parks zwischendurch haben, wo wir sowas hier machen. Auch wenn ich mir wünschen würde, wie gesagt, dass man die Karte ganz aufdecken kann. Oder war das in dem Spiel so, dass wenn man alle Aussichtspunkte hat, die Karte komplett aufgedeckt ist? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, das war in New Orleans auch nicht so. Nee. Das ist hier dann leider auch nicht so. Oh Mann. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl gehabt, ich war unter der Welt gewesen. Da vorne ist ein Gegner. Ich weiß nicht, ob das ein menschlicher Gegner ist oder ob das ein Krokodil oder sowas sein soll. Ich meine, wir haben hier vorne auch noch jede Menge Raum-Sachen, die wir erkunden müssen. Ich glaube, das hier vorne sind
Ich weiß gar nicht, was das für eine Art von Insel ist da hinten. Ich glaube, da kann man gar nicht hin. Wenn ich ehrlich bin. Oh nein, ich habe schon wieder, wenn ich ehrlich bin, gesagt. Oh, ich muss mir das echt abgewöhnen. Ja, das ist einfach ein Gegner, ne? Ich finde es gut, wie oben rechts übrigens beides mal steht ziehen. Ziehen, ziehen. X und Y ziehen. Ist gar nicht verwirrend, ne? Wenn man zwei Aktionen ausführen kann, die beide das gleiche machen. Also laut Text. Die machen nicht das gleiche. Das sind verschiedene Waffen, die man zieht. Aber das, wo man drüber laufen kann, das decken wir komplett auf. Damit wir nicht das Gefühl nachher haben, dass ich auf der Karte suche, wo noch was sein könnte und ich schaue mir dann eine Insel an und sehe, dass da noch eine Ecke nicht aufgedeckt ist und dann denke ich mir, da muss ich jetzt noch hin. Deswegen decke ich mir das hier mal komplett auf. Ich meine, so lange dauert das nicht. Wenn man laufen kann, seht ihr ja, das geht relativ schnell. Wenn wir das aufdecken wollen hier. Das geht relativ fix. Jetzt noch die Mitte ein bisschen aufdecken. Ja, da sind kleine Flecken drin, aber das ist mir jetzt egal. Bin ich ehrlich. Oh nein! Ich hab's schon wieder gesagt. Ich hab's schon wieder gesagt. Ich muss aufhören damit. Ich bin nicht ehrlich. Ich lüge. Nein. Das tut auch nicht. Ich glaube, das ist immer deswegen, weil ich immer das Gefühl habe, ich rede ein bisschen zu wenig in meinen Let's Plays. Und dann habe ich so geflügelte Sätze quasi, die ich immer irgendwo dranhänge, wenn ich auch was sage. Wenn ich jetzt irgendwie was sage, was ich gerade irgendwie, wie ich das Spiel spielen möchte, sage ich immer, bin ich ehrlich, weil ich das einfach hinten ranfügen kann. Dann habe ich mehr gesagt, aber auch nicht wirklich mehr Inhalt gesagt, sondern ich habe einfach nur mehr gesprochen. Und habe damit ein bisschen überbrückt, bis ich das nächste Mal was sage. Ich glaube, da kommt das so ein bisschen her, man hat da so ein bisschen Bequemlichkeitssätze. Weil ich halt zum Beispiel bei meinem To The Core Let's Play, das schneide ich ja zusammen, auch deswegen, weil ich extrem lange Pausen gibt, wo ich nichts sage. Und mir hat mal jemand gesagt, als Let's Player sollst du die ganze Zeit reden. Ich meine, ob das stimmt, das kann man natürlich dann selber entscheiden. Oh, brumm, 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 brumm. Sehr geil. Was auch immer das gerade war, was da draußen rumgefahren ist. Man kann nicht mal abends sein Fenster offen lassen. Krokodil? Ne, kein Krokodil. Aber hier vorne bestimmt, das sieht so ein bisschen aus, als wäre ein Krokodil. Kennt ihr aber das Spiel Krokodok? So, das spielen wir jetzt gleich mit den Krokodilen hier. Ich spiele gleich eine Runde Krokodok. Ich finde es lustig, dass man auf der Minimap etwas sieht, was lustig ist. Da ist ein Strich. Man sieht so einen etwas helleren Strich, da sieht man die zwei Texturen, die aneinander liegen und sich da überladen oder überlagern oder so. Nur der Rand der einen Textur ist nicht ganz sauber. Das ist schon ein bisschen lustig. Kleine Fehler zu sehen im Spiel. Ich meine, wir können den Party auch was länger machen jetzt hier, wenn wir hier eh noch rumlaufen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt, das Bayou, zumindest soweit. Ich meine, es gibt glaube ich noch, mit verschiedenen Klamotten kann man glaube ich verschiedene Sachen holen. Ich glaube, auf meinem Bayou ist es nichts. Ich glaube, in New Orleans ist das so, dass du mit verschiedenen Outfits an verschiedene Sachen kommst.
Das heißt, man muss halt später wirklich mit allen Outfits einmal durch die Gegend laufen. Es gibt, glaube ich, sogar Missionen, Nebenmissionen im Spiel, die nur mit bestimmten Outfits gehen. Werden wir natürlich dann auch alles machen. Gehört ja logischerweise einfach dazu. Zu 100%. Ich hab's gerade unterdrückt, Leute. Ihr wisst genau, was ich gerade unterdrückt habe zu sagen. Okay, dann geht's weiter zur nächsten Insel. Ob da hinten noch eine Insel? Ich glaube nicht, oder? Sieht nicht so aus, nee. Ja, dann gehen wir nach Norden und dann gehen wir hier noch hin und holen die Inseln da. Dann müssen wir da drüben auch noch anfangen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich noch machen. Ich meine, ich bin schon ein bisschen müde von dem ganzen Rumlaufen. Ich kann euch versichern, ihr seid nicht die Einzigen, die denken, man kann mit seiner Zeit vielleicht was Besseres anfangen. Aber was mir schon jemand auf YouTube geschrieben hat, im Notfall kann man ja immer nach vorne scrollen, wenn es langweilig ist. Ich meine, vielleicht ist das genauso im Moment hier gerade. Ich meine, aber hier müsste ein Krokodil sein, oder? Ich habe halt so vage Erinnerungen an Orte. Ich habe jetzt aber kein Ei gesehen hier, aber... Es ist einfach nur wieder eine Kopie von der anderen Insel. Aber war hier kein Ei? Nee. Scheinbar nicht. Hm. Gab es echt nur zwei Alligatoreneier hier im südlichen Teil? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Wüsste ich, es wäre super, aber naja. Dann schauen wir mal. Vielleicht ist hier vorne. Ach, da, guck mal, da vorne ist sogar eins. Ist das eins? Das sieht aus wie auf der Minimap wie ein Ei. Ja, ja, ich glaube, das ist eins. Aber das. War das die ganze Zeit schon auf der Karte markiert? Ist das gerade erst, hat sich das gerade erst aufgedeckt? Das hat sich gerade erst aufgedeckt, oder? Die Nähe kam, ich bin mir gerade unsicher. Wenn das die ganze Zeit da war, bin ich jetzt gerade echt... Ei. Dann bin ich ganz schön blind. Ich meine, ich wäre sowieso nicht direkt hingelaufen, weil ich ja gucken wollte, ob auf den Inseln noch irgendwo eins ist. Logischerweise. Na gut, mein liebes Krokodil. Seh das Krokodil. Das Krokodil. Oh mein Gott, das Krokodil hat es wirklich nicht gecheckt. Es hat es gecheckt, es ist wütend, aber... Wo ist das hinter mir? Ich weiß es nicht. Klang gerade ganz schön laut. Nee. Glück gehabt. Ich hoffe, das zählt, wenn man die Krokodile nicht tötet. Ich meine, ich muss ja nicht unnötig Tiere töten, oder? Nur weil ich ihre Eier klaue. Was auch schon fies genug ist. Kann man nicht hier hoch? Nee, ne? Nee. Ja gut, aber ich glaube, wir können nicht weiter nach Norden. Das heißt, wir müssen zur Hauptmission oder wir gehen nochmal hier die Inseln ab. Ich meine, hier können wir lang, da können wir lang, dann können wir nochmal hier rüber und dann können wir vielleicht hier nochmal die Inseln angucken. Muss aber mal schauen. Vielleicht gehen wir auch direkt nach Norden zur Mission in die Richtung. Mal schauen.
Oh mein Gott. Was war das denn gerade für eine Animation? Das sah ganz schön unbequem aus. Das Lustige ist, ich hatte das Bayou aber deutlich buggiger und schlechter in Erinnerung, als es gerade läuft. Ich finde, gerade läuft es eigentlich ganz gut hier mit dem Bayou. Ich habe auch was gehört. Ich habe irgendwie so ein Glitzern gehört, aber da war wohl nichts. Das war dann vielleicht nur eingebildet. Wir können die große Insel hier erkunden. Für einen Alligator. Und hier hatte ich ein Drachenei. Drachenei. Hier hatte ich, glaube ich, ein Alligatoren-Ei geklaut, ne? In der Mission vorhin. Das war hier. Und da ist sogar wieder eins, aber das ist immer noch das gleiche, ne? Ich glaube ja. Warum auch immer man das mehr als einmal mitnehmen kann. Oh. Oh, das ist jetzt echt blöd. Komme ich da wieder hoch? Oder bin ich jetzt hier für immer gefangen? Okay, ich komme da hoch. Aber das wäre jetzt echt blöd geendet, wenn ich da nicht mehr rausgekommen wäre. Boah, ich find's halt krass, wie wenig man aufdeckt, ne, von der Karte. Wenn man dran vorbeiläuft und so an den Sachen. Wie klein dieser Radius ist, den man aufdeckt. Ich glaube, wenn man über die Bäume geht, ist der Radius größer, ne? Ja. Das ist eigentlich eine clevere Idee. Aber trotzdem ganz schön nervig. Die Idee ist aber ganz schön clever, weil man natürlich von oben mehr sieht, ne? Das ist so der Gedanke dahinter, glaube ich. Ja, das ist definitiv. Wir haben viel größeren Radius, weil wir hier oben sind. Weil wir müssen sowieso zum Aussichtspunkt hier vorne. Dann haben wir sowieso einen riesengroßen Radius, also von daher. Ich hoffe, dass diese Aussichtspunkte auch die Alligatoreneier und sowas dann aufdecken. Wie kommen wir denn da hoch? Das ist ein Händler und eine ist die Mission, okay. Kommen wir hier hoch, ne? Ich glaub schon. Ja. So.
Warte, ist das schon der Aussichtspunkt? Nee. Ich glaube, wir müssten eins hier rüber noch, ne? Kann die das von hier aus erreichen? Ah, okay, kann sie. Ich kann leider nicht weiter nach links. Okay, jetzt kommt dieses technische Problem mit dem Spiel. Okay. Wir müssen noch weiter nach oben. Schauen wir mal. So viel deckt das gar nicht auf. Leider. Es hat auf jeden Fall kein Alligatoren-Ei mehr aufgedeckt. So viel ist sicher. Naja. Und so weit kommen wir hier auch nicht nach einer Ordenlache noch. Naja. Schauen wir mal. Machen wir die Hauptmission mal. Wie wir eh noch nicht alles freigeschaltet haben, macht es auch nicht wirklich viel Sinn, hier rumzulaufen. Wir müssen ja erstmal die Gebiete freischalten. So, du kannst kurz die Kartenmarkierungen wegmachen. Du bist noch heil, wie ich sehe. Was hast du gefunden? Einen Brief von dem Feigling Macondal. Er bereitet eine Zeremonie. Voodoo? Ja, doch zu welchem Zweck? Macht. Welchen anderen Zweck gibt es? Gib vor, dass die Geister mit dir sind, besonders die gefährlichen. Und das Volk glaubt fast alles, was du sagst. Das ist die wahre Magie. Okay. Da entlang, versteckt in den Bäumen. Warte, ich kenne diese Männer. Es sind entflohene Sklaven, angeheuert in Saint-Danger. Der Hüttenstadt? Oui, obwohl sie dem Namen kaum gerecht wird. Ein elendes, überfülltes Nest. Die Männer in eurem Lager? Sie kamen aus Saint-Danger? Oui. Roussillon war nicht glücklich, als ich sie anheuerte. Aber er hat sich daran gewöhnt. Bitte, tu ihnen nichts. Das versteht sich von selbst. Na dann, viel Glück. Geh, ich bin in meinem Geschäft, falls du mich brauchst. Optionales Ziel, töte niemanden, nein. Niemanden außer dem Gehilfen töten. Ich muss jetzt da runtergehen, das ist total dumm. Boah, das war knapp. Ich hoffe, der Typ da oben sieht uns nicht. Scheinbar ist er aber ganz schön blind.
erledigt. Hätte aber vermutlich noch ein paar Sekunden später machen müssen. Das Spiel hat mir aber schon gesagt, ich soll ihn töten. Also von daher dachte ich im Moment. Ah. Das ist wunderbar. Das ist aber nett vom Spiel. Mein getreuer Gehilfe, die Vorbereitungen sind beendet. Unsere Zeremonie wird in der Johannisnacht stattfinden. Versammle meine Anhänger. Heute wird es als rassistisch gelten, wenn man Leute so synchronisiert übrigens. Was ich lustig finde. Ich finde das eigentlich total authentisch irgendwie so. Das ist so halt mit Akzent, ne? Das ein Akzent, den ich nachvollziehen kann in dem Fall. Heute wurde das als rassistisch gelten. Schade eigentlich. Heute muss jeder Hochdeutsch sprechen. Perfektes Hochdeutsch in Synchronisation. Darf keinerlei Akzent haben. Das ist im Englischen übrigens besser. Weil es auch da Leute gibt, die das als rassistisch ansehen. Naja. Da gehe ich halt nicht mit bei sowas, ne? Ich finde das eigentlich... Ich finde das charmant. Er hat Eier aus Stahl. Und nun? Wo ist Elise? Meine Gesellschaft reicht dir nicht? Oh, das schmerzt. Oh. Sag, was hast du gefunden? Du kannst mir ebenso vertrauen wie der Lady. Ich schwör's. Ich brauche jetzt keine Vertrauten, sondern Informanten. Macondal wird in dieser Johannisnacht eine Zeremonie abhalten. Doch ich weiß nicht, wo. Ich weiß, wer helfen kann. Und dafür kannst du mir auch helfen. Es gibt einen einen Medizinmann in Saint-Danger. Die Augen und Ohren des Bayou. Ich schickte Elise zu ihm mit Vorräten. Doch sie vergaß dies. Es ist so schwer, heutzutage ehrliche Kriminelle zu finden. Gib ihm das. Gewinne sein Vertrauen und die Geheimnisse des Bayou gehören dir. Vielen Dank. Apropos, komm zurück, wenn's erledigt ist. Ich habe einige Aufgaben, die einer Frau deines Kalibers bedürfen. Und etwas Arbeit auch. Unangenehm. Aber genau dieses unangenehme Gefühl finde ich etwas Tolles, was du halt nur haben kannst, wenn du in dieser Zeit als Frau spielst. Und das meine ich halt eben, wenn Assassin's Creed mal mehr Mumm hätte. Ne? Das wäre schon ziemlich cool. Wenn Assassin's Creed sich mal wieder was trauen würde. Das gilt halt für viele Videospiele, finde ich heutzutage. Die Spiele trauen sich alle nichts mehr. Es muss alles ein sicheres Investment sein. Deswegen gucke ich auch gerne bei Indie-Spielen und so rein. Ich meine. Ich habe sehr viele Farming-Games, ich habe privat sehr viele Farming-Games gespielt, ich habe auch auf meinem Kanal einige schon gespielt. Und dass da gar nicht so viel kommt, liegt daran, dass mir bietet irgendwie, diese Farming-Games bieten mir keine Innovation. Da ist das gleiche Problem. Die kopieren alle nur sich gegenseitig. Weil es halt ein sicheres Investment sein soll. Klar, ich kann das verstehen, wenn du jetzt irgendwie 1 Million Euro in die Hand nimmst, willst du natürlich, dass das ein sicheres Investment ist. Ich kann das schon nachvollziehen, so ist es nicht. Ich meine, dass ein bisschen Risiko einzugehen, seht ihr? Ein bisschen Risiko einzugehen, kann halt eben auch ein Riesenerfolg werden. Hier können wir nicht lang, aber wir können zur Mission da hinten hin. Aber vielleicht können wir trotzdem zum Baum da hinten. Scheinbar kommen wir echt nur zur Mission. Ein bisschen blöd. Lilian kann man nicht nutzen da vorne. Aber was bringt einem das denn jetzt hier hochjumpen zu können? Wo soll man denn hier weiter jumpen dann? Verstehe ich halt nicht. Naja. Ich meine, klar, wenn natürlich Risiko eingehst, kannst du natürlich auch viel verlieren, das ist klar. Aber, ja. Ich habe jetzt übrigens, eigentlich wollte ich darüber
Ja, ich weiß nicht, ob ich das so ein eigenes Video mache oder ob ich das einfach mal hier in dem Assassin's Creed erwähne, weil es gibt ja derzeit so ein aktuelles Thema, wenn es um Videospiele und Videospiel-Engines geht und sowas. Und es gibt auch eine Engine, die ich eigentlich für mein eigenes Spiel bisher benutzt habe. Ich meine, ich bin jetzt nicht sehr weit oder so in meinem Spiel vorangeschritten, aber schon so weit, dass es mir jetzt auch ein bisschen wehtut, die Engine zu wechseln für die Sachen, die ich habe. Weil ich habe schon sehr, sehr krass mich in die Scriptable Render Pipeline von Unity reingearbeitet und so, um da Sachen zu machen mit Unity. Und es tut schon ein bisschen weh, das jetzt wechseln zu müssen, weil da schon sehr viel Arbeit reingeflossen ist. Aber Unity hat jetzt gerade ziemlichen Shitstorm erzeugt durch ihre Pläne für die Monetarisierung, wie sie es ändern wollen. Auch rückwirkend. Also da haben sie es zumindest so angekündigt gehabt. Aber die rudern jetzt gerade schon hart zurück. Aber ich habe schon von Bloomberg, glaube ich, ein Leak gelesen. Und was da zurückgerudert wird, ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Und die halten, also um das ganz kurz zusammenzufassen, wenn du ein Videospielentwickler bist und du willst eine Engine, so, und du hast, es gibt in der Regel eigentlich drei mögliche Arten und Weisen, wie eine Engine sich finanziert. Also entweder ist es Upfront-Kosten, das heißt, du bezahlst einfach für die Engine Upfront, du bezahlst 1,5 Millionen Euro für ein Spiel, was du damit machen kannst. So war Unreal Engine früher, du bezahlst halt entweder eine 400.000 Euro, 500.000 Euro, kriegst die Lizenz, ein Spiel damit zu machen und dann baust du dein Spiel halt auf der Engine auf. Es gibt das Subscription Model, was bisher Unity verwendet hatte, zumindest anfangs Unity verwendet hat, wo du dann halt meinetwegen zum Beispiel 50 Euro oder 150 Euro im Monat bezahlst. Und dann darfst du mit der Engine halt einfach Spiele entwickeln und die dann veröffentlichen, solange du eine Subscription hast. Und nachdem du dann natürlich veröffentlicht hast, kannst du die Subscription auch kündigen. Nehme ich mal stark an, weil das würde sonst auch keinen Sinn ergeben. Und deswegen, ja. Und dann gibt es die dritte Möglichkeit, zumindest bisher halt, wie gesagt, RevShare. Das heißt, du hast einen gewissen Betrag für ein Spiel oder für die Einnahmen deiner Firma, sagen wir mal zum Beispiel. Also mit Freibetrag gibt es, es gibt auch ohne, aber sagen wir mal, Unreal Engine zum Beispiel macht das jetzt mittlerweile so, wenn du über 1 Million Dollar verdienst, musst du halt 5% deines Umsatzes abgeben an Epic Games, wenn du deren Engine nutzt. Also 5% des Umsatzes, die du mit dem Spiel erzeugst, nehme ich an. Also wenn du jetzt mehrere Engines nutzt, dann wäre das schon ein bisschen komisch, wenn du mit dem Unity-Spiel 1 Million machst und mit dem Unreal Engine-Spiel 1 Million machst und dann 2 Millionen Umsatz 5% geben musst, wäre schon ein bisschen komisch. Aber ja, der Umsatz, den du mal mit dem Spiel dann eben generiert, nehme ich stark an. Das sind so die drei Wege, wie man normalerweise eine Engine monetarisiert, zumindest Stand bis jetzt. Unity hat sich dabei gedacht, wir machen das ein bisschen anders. Wir machen unser Subscription Model, was wir haben. Und soweit ich mich erinnere, hat Unity nicht nur Subscription, sondern Unity hat auch RevShare. Das heißt, Unity hat ab einem gewissen Betrag, den du einnimmst, obwohl du dafür Geld bezahlst. Oder war das so, dass wenn du Geld bezahlst, monatlich, dass du kein RevShare hast? Das kann sein. Es gab ja auch eine kostenlose Version von Unity. Aber auf jeden Fall, wenn du eine kostenlose Version benutzt hast, dann gab es, glaube ich, ab einem gewissen Betrag, musstest du halt 1% deines Umsatzes abgeben. Und dann gab es, wie gesagt, die Möglichkeit, monatlich zu bezahlen. Und jetzt hat Unity sich gedacht, das reicht uns nicht. Das reicht uns einfach nicht. Wir wollen unser Subscription-Model weitermachen. So, du kannst halt monatlich bezahlen. Aber auch wenn du selbst nur monatlich bezahlst, musst du weniger bezahlen für die Runtime. Und das ist der Punkt, genau. Also, wenn man ein Spiel entwickelt, dann hast du ja einen Editor. Du arbeitest ja in einem Editor und baust dein Spiel da drin. Und am Ende drückst du halt auf Build Project und dann wird daraus eine EXE-Datei, also eine Exe-Datei, die ihr dann ausführen könnt zu Hause. So, aber diese Exe-Datei, da ist ja auch Engine-Code drin. Da ist ja Code von der Engine drin, die zur Laufzeit ausgeführt wird quasi. Es ist halt Laufzeit-Code. Ein Runtime. Und Unity wollte halt für jede Person, der ihr die Runtime gebt, also dadurch, dass ihr das Spiel runterladet zum Beispiel, wenn ihr das runterladet, dann dupliziert ihr die Runtime von Unity. Jedes Mal, wenn das geschieht, wollte Unity gerne Geld von den Entwicklern haben. Die wollten halt eine Gebühr für die Runtime. Und fixer Betrag, irgendwie 20 Cent. Ab 200.000 Installationen, Lifetime. Und ab 200.000 Dollar Umsatz. Aber das Lustige ist halt einfach, manche Leute haben darauf reagiert und gesagt, ist doch gar kein Problem, wenn man 200.000 Dollar gemacht hat, kann man doch die 20 Cent pro Spiel abgeben. Das ist A richtig und B falsch, um das mal mit den Worten eines berühmten deutschen YouTubers zu sagen. Was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser.
Das Problem ist halt, das, was viele Leute nicht beachten, ist einerseits, dass Videospiele Geld kosten. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, du bist jetzt an dem Punkt, du hast jetzt $500,000 ausgegeben für dein Spiel, hast das entwickelt, hast Leute bezahlt, Gehälter bezahlt und alles weitere, ne? Und du hast dann deine ersten 200.000 gemacht. Und dann kommt, ab dem Moment kommt dann Unity an und möchte Geld haben. Obwohl du noch immer noch Minus bist. Ab dem Moment berechnet dir dann Unity auf einmal für jede Installation Geld. Das heißt, du hast es noch viel schwieriger, Break-Even zu gehen, also quasi dein Return of Investment zu haben. Was grauenvoll ist. Und dann, das ganz, ganz Schlimmste ist, eigentlich ist Unity ja vor allem ein Markt besonders breit aufgestellt. Es gibt super viele Spiele in Unity auf einer Plattform. Auf Mobile. Die super viele Mobile-Games laufen so auf Unity. Und die meisten Mobile-Games, eigentlich fast alle, das kann ich aus meiner eigenen beruflichen Karriere sagen, Pay-to-Play, du wirst versagen. Wenn du Pay-to-Play-Mobile-Games machst, du wirst einfach verlieren. Das ist einfach so. Du verlierst dein Investment, weil es wird nicht gekauft. Leute kaufen sich keine Spiele im App Store bei Apple oder hier App Store bei Dingens, bei Android. Das machen Leute einfach nicht. Also ganz, ganz selten. Aus Empfehlung von Freunden oder sowas vielleicht. Aber du scrollst nicht da durch, guckst dir ein Video von irgendeinem Spieler und sagst, oh, das kostet 4,99 €, das kaufe ich. Also ganz selten. Vielleicht, wenn es ein großer Name ist. Wenn es so ein Spiel ist wie, weiß ich nicht, Assassin's Creed. Da kann man das vielleicht sogar machen. Ich finde das so traurig, dass so Spiele, die das machen könnten, wie Assassin's Creed, das nicht tun, sondern dann auch lieber Predatory Monetization nutzen. Also sowas wie Diablo Immortal das macht. So Dinge zu nutzen, wenn man da einfach eigentlich einen Namen hat und das trotzdem dann quasi verkaufen könnte. Ich meine, die Diablo Immortal hätte man tatsächlich einfach im App Store verkaufen können für, sagen wir mal ehrlich, die ganzen Diablo-Fans, die vielleicht doch der Idee zugeneigt sind zu sagen, ja, Mobile Diablo klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Hättest du bestimmt 29,99 holen nehmen können von den Leuten. Die hätten das bestimmt bezahlt. Hättest einen 30er bekommen. Für jede Installation. Das hättest du bestimmt trotzdem millionenfach installiert. Aber man will natürlich immer mehr, ne? Es muss immer mehr Geld. Es muss alles Geld der Welt sein. Das ist ja leider so ein Problem heutzutage, was Publisher angeht. Die wollen alles Geld der Welt verdienen. Aber genau, und bei Mobile hast du ja irgendwie das Problem, bei Unity jetzt. Also als Entwickler hast du halt das Problem, logischerweise. Du hast ein Spiel, das hat jetzt, das gilt übrigens auch für Free-to-Play am PC dann übrigens. Du hast ein Spiel und das hat, sagen wir mal, keine Ahnung. Sagen wir einfach mal, das hat 2 Millionen Installationen. 2 Millionen ist eine gute Zahl. Ist eine realistische Zahl, um die 200.000 zu erreichen, $200.000 Umsatz. So, du hast die Installationsmarke überschritten, das heißt, du hast die Installation, die du brauchst, 200.000 war ja das Limit. Das heißt, die 2 Millionen, oder sagen wir mal 2,2 Millionen Installationen hast du, damit dann die 200.000 abgezogen werden. Dann hast du 2 Millionen Installationen, du hast $200.000 gemacht. Und was kommt dann für eine Rechnung von Unity? Dann kommt eine Rechnung von Unity über was? Ich glaube, es sind dann $400.000? Ich glaube, ja, ne? Ein Fünftel halt von 2 Millionen. Ein Fünftel von 2 Millionen ist 400.000, ja. 8, 12, 16. Ja. Also kriegst du dann, nachdem du deine $200.000 Umsatz gemacht hast, kriegst du von Unity eine Rechnung von $400.000. Und spätestens da fällt, glaube ich, jedem auf, okay, das funktioniert irgendwie so nicht. Also das kann man ja so nicht machen. Das geht ja nicht. Das ist ja total dumm. Und deswegen sind die Leute gerade ein bisschen auf den Barrikaden. Was ich aber schön finde, weil so Engines wie Godot zum Beispiel werden dadurch unterstützt. Oder auch andere Engines, die auch sehr, sehr schön sind. Ich möchte jetzt nicht nur einen nennen, eigentlich Flux zum Beispiel oder Stride sind auch Engines, die sehr, sehr gut sind. Unreal natürlich auch, kann man auch nutzen. Und finde ich sehr schön, dass da wenigstens mal die Spielindustrie so ein bisschen zusammensteht gegen Unity. Was lustig ist, weil Unity heißt ja quasi Einheit. Und sitzen Leute als Einheit gegen Unity. Ich finde ein bisschen Wink des Schicksals. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!